In der Woche vom 12. bis am 18. September hat sich auf der Zirkuswiese und in der Schulanlage von Gehrenmatt Wunderliches getan. Es ist gespielt, probt und artistisch ausprobiert worden. Das ganze Schulareal war eingekühlt in Zirkusluft. Bierstadt TV Arlesheim ist gefragt, was hier passiert. Zirkus Arles seine Wundertüte. Wir haben letztes Jahr bei den Lehrerinnen und Lehrern abgestimmt, was wir für ein Projekt machen wollen in der Projektwoche. Und dann hat es irgendwie mal geheißen, ja, man könnte doch einen Zirkus machen. Und dann ist das so abgestimmt worden. Und wir haben es verschieben wegen Corona, aber jetzt findet es statt. Wir sind eine Primarschule mit 8 Kindergärten und diverseste Klassen, 1. bis 6. Es handelt sich um mehr als 620 Kinder, die hier mitmachen. Also vom 1. Kindergarten bis 6. Klasse sind alle dabei. 600 jugendliche Artisten. Das muss man sich einmal vorstellen. Mit den Zirkuspädagoginnen und Pädagogen vom Zirkus Luna hat sich die Schulleitung professionelle Hilfe geholt. Wie wird ein solches Mammutprojekt angegangen? 600 ist wirklich eine stattliche Zahl. Also wir haben auch schon mit 700 Kindern gearbeitet. Wir machen dann zwei Ensembles. Also wir haben das Ensemble A mit der Hälfte der Kinder und das Ensemble B. Es gibt wie zwei verschiedene Aufführungen, Shows. Und jedes Kind tritt zweimal auf, entweder am Freitag und am Samstag. Und dann hat man eben nur noch 300 Kinder. Und wichtig ist einfach kurze Nummern. Die Nummern dürfen nicht länger gehen wie 3,5 Minuten. Weil eben sonst wird das Programm dann zu lang. Und natürlich dank unserer Erfahrung. Also wir haben schon viele so grosse Projekte gemacht. Ich glaube, man kann sagen, wir sind sehr gut strukturiert. Ja, und so geht denn das schlussendlich auch. Wir sind vom OK zusammengekommen an einem Freitagnachmittag und haben die 620 Kinder müssen einteilen. Die Kinder dürfen vier Sachen nachkreuzeln, die sie würden interessieren. Und wir haben geschaut, dass wir einigermaßen allen Kindern gerecht werden. Und weil wir Lehrerinnen sind, die die meisten Kinder kennt haben, haben wir natürlich können sagen, oh, das passt jetzt gar nicht zum Trapez oder der Bub ist völlig ungeeignet für das und das. Also wir haben es ein bisschen können steuern und haben aber gleichzeitig müssen schauen, dass die Kinder auch ein bisschen dort sind, wo sie eigentlich hin wollen. Wie gehen Pädagoginnen und Pädagogen praktisch vor? Es ist jedes Mal ein kleines Wunder. Ich staune immer wieder, wie viel die Kinder zusammen mit ihren Lehrpersonen zustande bringen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist das Vorzeigen. Also wir sind alles ausgebildete Zirkusleute und wir gehen in die Gruppen, in die Ateliers rein und zeigen, wie das geht. Also wir zeigen, wie man tut am Vertikal durchkledern, wie man tut Feuer schlucken, wie man tut jonglieren. Und die Lehrpersonen die üben dann das zusammen mit den Kindern. Sobald sich die Lehrpersonen entschieden haben, welches Atelier sie wählen, haben sie ein Gespräch mit dem Zirkuspädagogen, der Zirkuspädagogin. Und dort hören wir mal so ein bisschen hören, was sind für Ideen herum, was sind für Wünsche herum. Aber nachher, das entsteht wirklich, also am Montag fangen wir an, die Technik vermitteln. Das passiert nicht vorher. Und dass es eine gute Nummer gibt, sind ja wie zwei Sachen. Also das eine ist Technik, also wissen, wie kledere ich am Vertikaltuch. Und das andere ist aber noch die Inszenierung, also wie bringt man all die Ideen, die Kinder und die Lehrpersonen hatten, dann in eine Form? Wie steht man in der Manege her? Also so die Bühne- oder Manegepräsenz, an der arbeiten wir natürlich auch. Das war aber nicht alles. Wir mussten Geld generieren. Also alle Klassen sind zum Teil singen, sie haben Sponsorenläufe gemacht, haben Backen, haben Zeug verkauft am Merit und so weiter, dass wir auch die Kosten können zusammenbringen konnten. Und da ist sehr viel gelaufen schon im Vorfeld, ja, dass wir das können wirklich auf die Beine stellen konnten. Es ist also wirklich eine riesen Kiste. Und dann ist es losgegangen. Das Projekt ist von einer wunderbaren Zirkusshow gekrönt worden, wo alle Beteiligten und Zuschauerinnen und Zuschauer den Alltag haben vergessen und haben können eintauchen in die wunderbare Welt der Manege. Die erste Industrienacht ist in der Region Basel durchgeführt worden und die teilnehmenden Firmen haben dem Publikum ihre Tore geöffnet. Aus Arlesheim sind Felix Transport AG und Uptown Basel mit von der Partie gewesen.
Wir finden es super, dass man in der Region den Leuten von klein bis alt näher bringen möchte, was die ganzen Firmen in unterschiedlichen Branchen den ganzen Tag so machen und was sie für die Region sowie die Gesellschaft leisten. Und wir sind jetzt Vertreter, einer der Vertreter von der Transport- und Logistikbranche. Felix Transport AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen in der Transport- und Logistikbranche. Wir beschäftigen rund 130 Leute hier in der Region und haben 70 LKWs sowie etwa 30'000 Quadratmeter Lagerfläche. Allesheim ist unser operativer Hauptstandort. Wir sind seit 2006 hier auf dem Areal. Und unser ganzer Umschlag der Waren sowie die Logistik läuft hier über den Standort Allesheim, der einfach super gelegen ist, mit der Nähe zu vielen anderen Firmen, Kunden von uns, sowie auch mit der Nähe zu der Autobahn. Nicht weit weg von Felix Transport AG befindet sich das Areal von Uptown Basel, wo sich mächtig etwas tut. Uptown Basel ist ein Areal hier in Allesheim mit rund 70'000 Quadratmetern. Wir wollen hier 2'500 bis 3'000 Arbeitsplätze schaffen und wir wollen 100 Firmen aus der ganzen Welt hier holen, um uns vorzubereiten auf die Industrie der Zukunft. Das Commitment mit der Gemeinde Allesheim war sehr wichtig, wo wir anfangen planen, haben wir Allesheim integrieren, orientieren, Schritt für Schritt. Uptown Basel ist immer grösser geworden, die Gemeinderäte haben gewechselt, aber wir haben immer einen verlässlichen Partner gehabt. Ich habe das kürzlich gesagt an einem Vortrag. Ein verlässlicher Partner über all die Jahre war die Politik von Allesheim. Und für das tun wir uns auch heute wieder bedanken. Und dann tauchen wir ein in die Industrie von der Zukunft, die in Uptown Basel Fuß fasst. Wir sind von Vinci Energies. Vinci Energies ist im März so organisiert, dass wir unser Portfolio über Marken vertreiben. Einerseits Marken Axians in der Schweiz, die sich um IT-Dienstleistungen und Telekom-Infrastrukturen kümmern. Und auf der anderen Seite die zweite Marke, Actemium, die eher im Produktionsumfeld daheim ist und dort Automatisierungen, Steuerungen von Gebäuden, von Produktionseinheiten betreibt. Actemium ist ein Dienstleister im Bereich Gebäude- und Industrieautomation. Das heisst, für in der Branche Pharma, Chemie, Lebensmittel bringen wir Dienstleistungen, um eigentlich die Produktionsanlagen, die die Kunden haben, zu automatisieren. Das heisst, dass die Produkte möglichst vollautomatisch entsprechend produziert werden können und nachher der Kunde kann verkaufen. Die zwei Kollegen da hinten haben die Schweizer Meisterschaft gewonnen bei den Mechatronikern. Mit der Goldmedaille, die sie hier erreicht haben, haben sie jetzt die Möglichkeit, an den World Skills mitzumachen. Das heisst, sie sind die Schweiz vertreten an den Weltmeisterschaften, die jetzt im Oktober in Stuttgart werden stattfinden. Wir sind hier für die Firma Bouygues Energies & Services und wir sind eine der größten Firmen in der Schweiz, die eigentlich niemand kennt. Und für uns ist es ganz wichtig, uns hier einmal mit unserem ganzen Portfolio vorzustellen, was wir machen. Das ist einmal die Haustechnik mit HLKSE und auch Automation und Security. Das heißt, hier stellen wir auch ganz viel im Bereich der Gesichtserkennung vor. Und vor allen Dingen geht es uns darum, uns wirklich mal den Leuten bekannt zu machen, dass es uns gibt und was wir anbieten können. Hier in Allesheim ist eine unserer wichtigsten Innovationen in der Haustechnik, also im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär. Und was wir machen, ist das Modul, was hinter mir ist, nämlich modulare Vorfertigung. Das heißt, wir bauen so etwas wie IKEA-Module, so kann man sich das vorstellen, für die Haustechnik, die nachher in großen Industriebauten verbaut werden und dort ganz wichtig sind für die Effizienz auf der Baustelle, die Arbeitssicherheit und dafür, dass man Termine noch einhalten kann. Für uns ist es ganz wichtig, auch hier in der Gemeinde wirklich Fuß zu fassen. Das bedeutet, einmal haben wir natürlich unsere ganzen Experten. Wir brauchen top qualifizierte Mitarbeiter hier in dem Bereich. Und in Allesheim haben wir einfach dieses Industrieareal, das Innovationspotenzial, was es hier gibt. Wir sind super vernetzt und angeschlossen und können halt hier wirklich unsere Innovation und Industrie 4.0 weiter betreiben.